a connection between the flood, which happened long time ago, and our climate change now. We are having floods all around the world more often than before. We thought we should go to the original place where the very first ark was landed, and where Noah and his wife and all the animals survived. Zum einen sollte diese Aktion ein Zeichen der Hoffnung sein, aber gleichzeitig auch ein Zeichen der Mahnung. Mahnung aus dem Grund, weil eigentlich seit 1990 bekannt ist, dass sich das Klima verändert. Und deshalb möchten wir hiermit ein Mahnmal errichten und darauf aufmerksam machen, dass es endlich Zeit ist, etwas zu tun gegen diese Emissionswechsel, Zuwächse und gegen den Klimawandel. Im Prinzip haben wir hier unten halt die einzelnen Teile erstmal soweit fertig gemacht. Und jetzt geht eigentlich die ganze Arbeit auch los, dass man das zusammenbauen muss, dass die Konstruktion da ist und dass man das dann die ganzen Bretter sozusagen, ja, eigentlich das wirkliche Boot muss jetzt gebaut werden. Der Ararat, also eiskalt war es oben. Wir hatten ziemlich starken Wind. Teilweise war es so windig, dass wir so richtig auch ins Schaukeln gekommen sind. Aber es ist ein wunderschöner Berg. Und es war natürlich für uns alle, wir waren super glücklich, dass wir es geschafft haben, auch tatsächlich den Gipfel zu erreichen. Das sind Botschaften an die Welt, Wünsche ans Universum, an die Menschheit, endlich etwas zu verändern, um den Klimawandel aufzuhalten. In the last report, the UN Climate Panel pointed out that worldwide emissions are still rising. What we need is a turnaround, and that states start to reduce emissions. We demand that industrial countries commit to reductions of about 30% by 2020. Nuh'un gemisi burada her şeyden önce hepimizin aynı gemide olduğunu söylüyor. Yani biz hepimiz aynı gemideyiz. Bu dünya bizim dünyamız. Bu dünya sadece devletlerin ve şirketlerin değil. Bu dünya sadece halkların değil. Bu dünya herkesin dünyası. Ve bu dünyanın bir an önce kurtarılması için